Wunderschönen guten Abend von mir, Stefan Schrader hier, hallo. Auf beiden Kanälen wieder, einmal akustisch und über die Clubhouse-App und einmal im Webinar. Da sehen Sie mich dann oben rechts, wie ich an meinem Schreibtisch stehe und über den Hauptbildschirm die Folien verteilt. Ich lege auch gleich los. Wie immer ist alles gut recherchiert, ernst gemeint und gewissenhaft vorgetragen und mit auf den Weg gegeben, aber mit dem rechtlichen Disclaimer, dass es keine individuelle Anlageberatung ist, sondern vor allem dazu dient, wie ungefähr 35 Mal in den letzten 1,5 Jahren seit Corona recht dominant ist, haben wir das 14-tägig gemacht über einen Großteil der Zeit, soll das Hintergrund erläutern, um allen die Möglichkeit zu geben, noch bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Und heute geht es auch gleich wieder als erstes mal in die Marktentwicklung, dass man sich anschaut, wie ist denn das Jahr bisher gelaufen. Und das Jahr ist anders als die letzten Jahre vorher heterogen verlaufen. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, den DAX, der jetzt mit 10,6% notiert per letzten Freitag, also ein durchaus gutes Jahr, noch zweistellige Ergebnisse. Standard & Poor's wieder mal für mich überraschend stark mit 22,4% seit Jahresanfang, also zwei starke Gewinner, um mal relevante Märkte zu nehmen. Aber auf der anderen Seite Emerging Market, MSCI Emerging Market, minus 0,4%, also wirklich die weltweiten Schwellenländer-Indizes zusammengewürfelt unter Wasser. Und China mit minus 20,1 oder Brasilien mit 10,9 auch wirklich zweistellig im Minus. So, das ist also wirklich ein recht heterogenes Feld. Das wäre auch so, wenn man durch die verschiedenen Sektoren ginge und Branchen. Aber vor allem da sieht man, dass es geografisch große Unterschiede gibt. Die Gesamtgemengelage fühlt sich natürlich, wenn man in MSCI All Countries World mit 16,6% sieht, extrem gut an, weil dort die USA eben mit über 60% gewichtet sind und wieder mal von den relevanten Märkten am stärksten abgeliefert haben. Also das Jahr ist bisher auf den ersten Blick für die meisten Investoren ein Top-Jahr. Auf den zweiten Blick, das kann ich hoffentlich gleich zum Einstieg mitgeben, ist es eben nicht so easy und homogen gewesen, wie man es auch also jetzt historisch aus den letzten Jahren durch den Gleichklang dort kannte. Jetzt ein Teilsegment Nasdaq habe ich rausgesucht, Year-to-Date mit 23,5%. Ein Bombenjahr. Wenn man aber tiefer reinschaut, dann ist es so, dass dort die heterogenen Verläufe besonders krass sind. Nehmen wir mal, also Peloton, denke ich mal, ist zum Beispiel eine Aktie, die mehr oder weniger jeder kennt, weil die in Deutschland unheimlich viel Werbung gemacht haben, recht präsent sind und in den Lockdowns stark profitiert haben. Die liegen inzwischen 74,55% unter ihren Höchstständen aus dem Frühjahr. Zoom liegt 60% unter den Höchstständen. Auch eine Aktie, die, denke ich mal, die jeder kennt, eine absolute Boom-Aktie in den Lockdown-Zeiten. Und hier für die, die jetzt im Webinar sind, eine Liste von Aktien aus dem Index Nasdaq, der insgesamt, wie gesagt, sehr positiv performt hat, trotzdem dieses Jahr, aber mit etlichen Abschlägen zu den ehemaligen Höchstständen. Wie gesagt, Peloton mit dreiviertel Kursrückgang seit dem Höchststand eindeutig ganz vorne, aber auch Moderna, zum Beispiel der Impfstoffanbieter, mit fast 40% unter den Höchstständen. Oder JD zum Beispiel, ein Online-Händler, der ja sehr aggressiv gewachsen ist, auch fast 30% unter den Höchstständen. Also auch hier innerhalb der Segmente, und da habe ich jetzt einfach mal dieses Segment genommen, teilweise wirklich große Preisabschläge im Jahresverlauf und Titel, die weit unter den Höchstständen notieren. Also auch kein homogenes Bild. Aber was passiert ist die letzten 1,5 Jahre, ist, dass unglaublich viel Geld in den Sachwertebereich geflossen ist. Ja, ich habe jetzt bewusst einen Sachwertebereich genommen und habe mir das angeschaut für die letzten 4 Jahre, dargestellt in Quartalen im Grunde genommen. Und was man jetzt sieht, ist, dass wir im Grunde genommen nach nicht mal 2 Jahren, seit Corona aufgetreten ist, mehr als 10% über dem Vor-Corona-Niveau sind, was die gesamten Sachwertinvestments angeht. Das Gleiche zu erreichen
nach der Internetblase vor 20 Jahren ein Jahr länger gedauert hat und nach der Finanzmarktkrise fast 7 Jahre gedauert hat, um an einen solchen Stand zu kommen, also den Status der Investments im Bereich der Sachwertanlagen. Also es ist unglaublich viel Geld, unglaublich schnell in Sachwerte geflossen. Und es hat auch speziell in den USA, für die ich jetzt für die Webinarteilnehmer auch eine Folie mitgebracht habe, zu unheimlichen Vermögenszuwächsen geführt. In den USA ist es so, dass quer durch alle Einkommensschichten gerechnet das Vermögen um 22% gestiegen ist im Vergleich zu quasi Beginn der Corona-Phase. Das heißt also, trotz dieser massiven Einschnitte und Entwicklungen und sagen wir, des sehr präsenten Problems ist es eben fürs Vermögen der US-Amerikaner eine 22% Wachstumsspritze in rund 1,5 Jahren gewesen. Und natürlich hauptsächlich, das sieht man, wenn man sich die verschiedenen Einkommensperzentile anschaut, vor allem für die vermögenden US-Amerikaner wirklich ein großer Sprung. Ja. Die haben tatsächlich sogar fast 35% mehr Vermögen. Also das Top-Prozent der Amerikaner hat fast 35% mehr Finanzvermögen als vor 20 Monaten. Und da spielt natürlich auch ein sehr großer Anteil das Aktieninvestment. Das ist für die visuell dabei sind, der grüne Teil in dem Balken. Und was man hier auch sehr gut sehen kann, ist diese Ungleichverteilung der, sag ich mal, Benefits aus der letzten Phase. Nämlich die unteren 20% Einkommensschicht profitiert relativ wenig, hat auch 15% Vermögenszuwachs erfahren, aber durch den extrem niedrigen Aktienanteil profitieren sie nicht so stark. Dort geht es hauptsächlich um die Basisversorgung, die eigene Immobilie, die natürlich auch im Wert gestiegen ist. Letztendlich ist es so, dass erst ab den 60% aufwärts Topverdienern in den USA recht massive Aktienanteile im Vermögen sind, also echte Einkommensüberschüsse, die dann auch klassisch wie in den USA in Aktien gesteckt werden und dort dann eben zu einer großen Vermögensmehrung gesorgt haben. So, wo sind wir denn jetzt mit diesen insgesamt grandiosen Kursanstiegen und so weiter? Ich habe oft im Jahresverlauf darauf hingewiesen, wie hoch teilweise die Bewertungen sind. Und ist es so, dass im Jahresverlauf die Gewinnprognosen kontinuierlich übertroffen worden sind, teilweise sogar erheblich. Und dadurch ist was Kurioses passiert, dass nämlich die Aktien im Grunde genommen ja wieder günstiger geworden sind, wenn man es an den Kursgewinnverhältnissen misst. Wir haben nur 14,7er Kursgewinnverhältnis in Europa, das sind Zahlen von Freitag. In Großbritannien nur 11,9er Kursgewinnverhältnis. Ich denke, dass mehr oder weniger alle wissen, was das ist. Ich sage es trotzdem nochmal, wie viele Jahresgewinne muss man eben im Voraus zahlen, um sich an dem Paket, das man in dem jeweiligen Index einkauft, an Unternehmensbeteiligung auch wirklich beteiligen zu können. Also für Europa, für den MSCI Europe Index im Moment zahlt man 14,7 Jahresgewinne der darin enthaltenen Unternehmen im Voraus, um dann danach seine Anteile daran zu halten. Großbritannien 11,9, also wirklich ziemlich attraktive Zahlen, würde ich mal sagen, wenn man sich die Kursgewinnverhältnisse von Anleihen vor Augen hält, die nicht selten dreistellig sind, weil die Zinsen so niedrig sind, von Immobilien sich anschaut, wenn sie mit 2,5% Mietrendite bei einer Immobilie haben, dann ist das ein Kursgewinnverhältnis von 40, um das mal in Relation zu setzen. Ne? Und hier haben wir halt, wie gesagt, 14,7, 11,9. Selbst Standard & Poor's, der super gut gelaufen ist, hat eben durch die weit die Prognosen übertreffenden Gewinne der Unternehmen im Moment nur ein Kursgewinnverhältnis von 20,7. Schwellenländer haben insgesamt 12,7 und der MSCI World 18,8er Kursgewinnverhältnis. So, das ist alles relativ, wenn ich also sage, nur 20,7 beim S&P 500, der ja die, sag mal, 500 relevantesten Unternehmen in den USA umfasst, das nur bezieht sich auf das, wo wir im Grunde genommen einen Großteil der Zeit in den letzten 1,5 Jahren waren, was nämlich deutlich drüber war. Und man hat so früher, so als Faustformel gesagt, unter einem 20er Kursgewinnverhältnis hinschauen könnte günstig sein, drüber vorsichtig sein könnte teuer werden. Das hat sich die letzten 2, 3, 4 Jahre so gewandelt, weil die Zinsalternative so extrem unattraktiv geworden ist. Und wer dieses 20,7er Kursgewinnverhältnis wirklich valide bei einem so breiten Index,
dann kann man eben beim heutigen Zinsniveau eben hinschauen und sagen, okay, wo sind die Chancen? Weil es eben an Zinsalternativen mangelt, Immobilien relativ teuer sind. Und genau, und irgendwie will man ja sein Geld gut investiert haben. Im Moment, die Folie, die hatte ich vor, also einige Präsentationen zurück schon mal verwendet, aber die habe ich jetzt wieder rausgeholt, weil das so ein bisschen die Grundstimmung der Anleger widerspiegelt. Für alle, die nur hören, da sind so drei gezeichnete Männchen. Links ist ein Chartverlauf, ein willkürlicher, und das Männchen jubelt, egal wie der Chartverlauf ist, mit einer Gedankenblase auf der rechten Seite, die immer nach oben geht, ja, die das Bild immer weiter zeichnet, nach oben, also buy the dip, wenn es gerade korrigiert ist, als Marktimpuls, der gerade da ist. Also das wäre das, was wir vor 10 Tagen hatten, als wir doch einen ungewohnt starken Abverkauf am Freitag hatten. Und wenn die Kurse steigen, wird es eben extrapoliert. Und genau diese Situation haben wir wieder im Moment. Die Stimmung ist, nachdem sie mehr oder weniger eine Woche schlecht war, ist sie wieder gedreht und ist wirklich extrem, extrem bullisch. Also heute ist ja auch irgendwie ein verrückter Tag. Ich musste mir die Augen reiben, als ich heute Nachmittag das erste Mal mit Zeit mir diese wirklich ja, tiefgrünen, unglaublichen Kurszuwächse angeschaut habe. Die Stimmung ist jetzt irgendwie wieder auf Jahresendrallye ausgerichtet. So, das mehr oder weniger alles bestimmende Thema ist aber mittelfristig die Inflation und daraus resultierend die Zinsentwicklung. Weil eben diese relative Attraktivität im Aktiensegment, also man hat auch durch Dividenden ja eine direkte Partizipation an den Gewinnen der Unternehmen, in die man investiert, und indirekt noch die Chance, über die Kursentwicklung zu partizipieren. Das ist so attraktiv im Vergleich zu Anleihen, also zum Kreditmarkt. Und es ist auch im Kreditmarkt, also im Anleihenmarkt, noch so viel Pulver trocken, was ja perspektivisch auch unrentierlich investiert bleiben wird, dass das ja den Aktien viel, viel Rückenwind gibt. Wenn jetzt die Inflation dauerhaft so ist und bleibt, wie es im Moment sich darstellt, und ich habe auch da die aktuellen Zahlen mitgebracht, dann werden die Notenbanken natürlich früher oder später unter Zugzwang kommen, die Zinsen zu erhöhen, um gegenzusteuern, weil das eben auch, und auch das, da gehe ich gleich drauf ein, alltagsrelevant ist wirklich, ja. Es geht nicht nur um Vermögensinflation, also sprich, wie man es eben auch in der Folie ja gesehen hat. Die Vermögensinflation ist ja, wenn man ein vernünftiges Nettovermögen hat, so wie zum Beispiel in den USA die Bevölkerung, dann ist es ja schön, wenn man eine Vermögensinflation hat, weil man eben auch unmittelbar daran partizipiert, weil man eben in seinem Portfolio auch Sachwerte, Aktien, Investmentfondsanteile hat. Wenn man das aber eben nicht hat oder nur wenig hat, dann ist Vermögensinflation einem ziemlich egal. Und da interessiert dann natürlich die reale Inflation. Und die hat es im Moment ganz schön in sich. Auch hier die Zahlen von Freitag. In der Eurozone haben wir 4,9%, Großbritannien 4,2%, USA 6,2%, Japan 0,1% und China 1,5% aktuell. Der Verbraucherpreisindex. Also es hat es wirklich, wirklich in sich. Das muss man sich vor Augen halten, wenn wir die Eurozone nehmen jetzt. Wir runden mal auf 5%, die 4,9. Das heißt im Klartext ja, wenn das 3 Jahre so bliebe, dann haben wir alle 15% weniger reales Vermögen auf unseren Anleiheninvestments. Und dazu kommt dann noch der Strafzins, wenn man das Geld so richtig rumgammeln hat, was auch ja wirklich in Hunderten von Milliarden in Deutschland gemacht wird. Und wenn man Zinsderivate nimmt, also über Lebens- und Rentenversicherung und so weiter, dann reden wir ja über wirklich Billionenbeträge. Und Achtung, kein Übersetzungsfehler, es ist wirklich ein Billionenbetrag, der effektiv unrentabel in Geldwerten investiert ist. Also wir haben 3 Jahre 5% Inflation, haben wir 15% weniger, wir haben noch einen Strafzins oder Verwahrentgelte. Und das macht natürlich was mit den Investoren. Darüber rede ich jetzt mal als erstes. Nämlich, dass Investoren, die früher vielleicht nicht offen waren, in die Kapitalmärkte zu gehen und Verlaufsrisiken in Kauf zu nehmen, sprich Schwankungen oder Volatilität in Fachkreisen, die überlegen sich natürlich auch, ja, wenn ich das Geld jetzt sicher parke oder liegen lasse, mache ich ja 15% sicheren Verlust in 3 Jahren. Vielleicht gehe ich in Investments, wo ich 15, 20, 30% Schwankungen in Kauf nehmen muss, also Verlaufsrisiken in Kauf nehme, aber realistisch eine Perspektive habe, auch einen Nettoertrag zu erzielen.
ja, oder zumindest was zum Vermögenserhalt beizutragen. Und das ist bis zum gewissen Punkt, ist daher die Inflation natürlich auch Rückenwind für die Aktienmärkte. Ab einem gewissen Punkt tickt das, kippt das. Ich habe hier nochmal das grafisch illustriert mitgebracht. Die Gesamtinflation eben bei den 4,9%, die ich eben schon genannt habe für Europa und auch im historischen Kontext hier, für die, die visuell dabei sind, seit 1999 waren wir auf dem Niveau noch nicht ansatzweise. Und auch die Kerninflation, die so bei 3% ist, ist per 3. Dezember auch für diese 22 Jahre auf historischem Höchststand. Wenn man das nochmal konkretisiert für beispielsweise Deutschland und Spanien, dann sieht man auch, dass in Spanien müssen wir zurückgehen bis 2008, um auf ein vergleichbares Niveau zu kommen. Und in Deutschland sind wir in den letzten 20 Jahren nicht auf dem Niveau gewesen. Also Inflation von 3% hatten wir auch mal 2007, 2008. Aber auf dem Niveau von 4,63, wo wir heute sind, oder Spanien 5,37, sind wir jetzt in der jüngeren Geschichte nicht wirklich gewesen. Für die USA, jetzt habe ich ein paar Folien mitgebracht, die auf die Realzinsen eingehen. Also 10-jährige Staatsanleihen, also das ist der vermeintlich sichere Hafen, wo man planungssicher gegen einen festen Zins in den USA ja nominell auch noch positiv sein Geld investieren kann. Und davon abgezogen die aktuelle Inflation, dann sieht man, dass man in den USA 1974 schon mal auf diesem Niveau war, nämlich Realzinsen minus 4,675%. Aber man muss eben auch so weit zurückgehen. Und seit 1980 gab es nur zwei ganz kleine Dips mal, so 2007 und 2012, wo die Realzinsen kurz negativ waren, weil man kurze Inflationsausschläge hatte. Ansonsten in den USA 40 Jahre fast durchgehend positive Realzinsen. Noch, ja, sag ich mal, bedeutsamer für uns alle ist es in Deutschland, unserem Heimatland, wo die meisten, die heute zuhören und zuschauen, sicherlich auch sind und ihr Vermögen und ihr Einkommen haben und auch den Konsum hauptsächlich stattfinden lassen. Und auch hier, sagen wir mal, die Nominalzinsentwicklung, wir sind jetzt bei so rund 0,33%, was 10-jährige Anleihen angeht, nominell, haben aber eben dieses Rekord-Inflationsszenario so, dass wir im Realzins im Moment 4,6% minus haben. Also das Szenario, was ich eben erläutert habe, was sicherstellt, dass man eine Menge Geld verliert, wenn man nichts tut oder sein Anleihenportfolio weiterhin bestehen lässt. Und das ist, also ich denke natürlich immer ein Stück weit, also in den Webinaren sind vorwiegend Investoren, die in unsere Vermögensverwaltungslösung oder auch in unsere Fonds investiert sind. Die akustisch zugeschalteten Gäste, da gehe ich davon aus, dass das einfach überdurchschnittlich finanzmarktinteressierte Menschen sind und dass sie hoffentlich alle, also auf beiden Kanälen, nicht so wahnsinnig viel im Bereich Geldwerte, Cash oder eben unrentierliche Anleihen liegen haben. Dann nehmen Sie die Info aber mit, weil da habe ich heute jetzt keine Grafiken und konkreten Informationen zu mitgebracht. Aber wir reden über deutlich mehr als 2,5 Billionen Euro, die in Deutschland in Geldwerten, kurzfristigen Sichteinlagen, Girokonten und Lebens- und Rentenversicherungsprodukten sind. Ich meine sogar, dass die Bundesbank knapp über 3 Billionen veröffentlicht hat. Das heißt, in ihrem Umfeld gibt es sehr, sehr viele Menschen, die noch nicht an den Finanzmarktmöglichkeiten partizipieren und die können Sie gerne einladen zu unseren Sessions im Grunde genommen. Viele Sessions machen wir inzwischen kostenfrei, auch für Nicht-Investoren. Einige bleiben natürlich weiterhin exklusiv. Gut, und Sie, okay, also das also jetzt auf der Kapitalmarktseite, Realzinsen weit, weit unter Wasser, großer Handlungsdruck und viel Rückenwind im Sachwertinvestmentbereich, auch wenn der gut gelaufen ist. Also unter Sachwerte fallen vorwiegend Aktien, Immobilien, Private Equity und Infrastrukturinvestments. Das ist so, sag mal, das sind so die relevanten vier Eckpfeiler in einem, sag mal, in einem seriös strukturierten Investmentportfolio, um die man sich kümmern sollte. Und das fällt unter die Überschrift Sachwertanlagen. Mir fällt gerade auf, dass es wahrscheinlich die ganze Zeit
hier das Glockengeläut vom Kirchturm gibt. Ich habe mal das Fenster zugemacht. So, jetzt mal der Realbezug in diesem Fall für die USA. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wichtiger ist bitte der untere Teil, dass wir da einmal zusammen durchgehen, für die, die visuell dabei sind, dass man mal sieht, wie dieses Jahr, also in den letzten 12 Monaten, sich die tatsächlichen alltagsrelevanten Preise verändert haben. Ja, Fleisch plus 24%, Hotelkosten plus 26%, Benzin plus 51%, Laundry Equipment, also Reinigungsmaterialien plus 15%, dann Natural Gas plus 28%, Gebrauchtfahrzeuge 26% teurer, Schinken, also Bacon plus 20%, Möbel plus 11%, Mietwagen plus 39% und die Kosten für Eier plus 12%. Also hier mal wirklich alltagsrelevante Konsumgüter und Ausgaben und alles zweistellig und teilweise wirklich signifikant, so wie Benzin mit über 50%, wobei wir dann natürlich auf einem sehr niedrigen Niveau kamen. Aber Fleisch, ich meine 24%, Wahnsinn. Also das hat wirklich Alltagsrelevanz und das wird auch Spuren hinterlassen. Und am Ende, wenn ich auf die Szenarien, Chancen und Risiken eingehe, dann gehe ich da auch nochmal ganz konkret drauf ein, weil das natürlich einen gewissen Lohndruck aufbaut bei einem so angespannten Arbeitsmarkt, wo Arbeitskräfte ohne Ende fehlen. Wenn die Arbeitnehmer einen so verteuerten Alltag haben, dann gibt es einen sehr, sehr großen Anteil der Arbeitnehmerschaft, nämlich nicht die, die super vermögend sind und über die Vermögenspreisinflation stark profitiert haben, das, was ich anfangs zeigte, sondern da, wo die Konsumausgaben den Vermögenszuwachs übertreffen oder zumindest gefühlt übertreffen, da lässt das natürlich Spuren und bringt Druck in die Gehaltsverhandlungen und die Personal- oder die Lohnkosten sind ja wesentlicher Treiber hinter der realen Inflation, die dauerhaft bleiben kann. So, jetzt aber ein Blick in eine andere Richtung. Also es gibt jetzt erstmal das Buffet an Informationen zusammengetragen. Was ist passiert und zu welchen Entwicklungen hat das geführt? Und jetzt ein Blick auf die Konzentration und auch daraus entstehende Klumpenrisiken. Das ist etwas, was einige von Ihnen und euch, die dabei sind, von mir schon öfter gehört haben im Jahresverlauf. Wir haben wirklich eine noch nie dagewesene, also in der Form noch nie dagewesene Konzentration, was Aktieninvestments angeht, was die Region angeht. Wir haben im MSCI-Index fast 2/3 in den USA, MSCI All Countries, also unter Berücksichtigung der Schwellenländer. Auch über 60% aller Aktieninvestments sind in den USA, also eine historisch hohe Konzentration auf ein Land. Und wir haben in den USA eine sehr, sehr große Konzentration auf Technologietitel. Und wir haben in dem Bereich der Technologietitel eine sehr große Konzentration auf 5, 6, 7 Einzelaktien. Und in dieser Form ist eine solche Konzentration extrem ungewöhnlich. Wenn man sich das jetzt 40 Jahre lang anschaut, dann haben wir eine Konzentration auf die 5 Top-Holdings im S&P 500, also die 5 relevantesten Aktien, bündeln im Moment 23,5 allen Geldes, die in diese 500 Unternehmen investiert sind. Also sieht man das. Also 5 sind für ein Viertel der gesamten Kapitalisierung zuständig und das hat es so in den letzten 40 Jahren nicht gegeben. Wenn man den Planungshorizont erweitert, dann sieht man, dass das früher schon so war. Na, da war der Aktienmarkt auch nicht so breit. Also in der Zeit vor, sag ich mal, 1978, da ist es durchaus üblich gewesen, dass eben wenige sehr große Titel eine große Konzentration hatten. Da denke ich aber mal, das habe ich der Vollständigkeit halber jetzt auch visualisiert für die Webinarteilnehmer mitgebracht, dass das ist halt ein Stück weit auch eine echt andere Zeitrechnung gewesen. Damals waren Aktieninvestments auch in den USA noch exotisch. Und wenn wir uns jetzt diesen Zeitraum angucken, zum Beispiel die 80er Jahre gehörten ja, was den Aktienmarkt angeht, gehörten ja Japan. Na, Japan war 1989, bevor dort der große Crash eintrat. Damals war der Nikkei-Index bei knapp unter 40.000 Punkten. Und damals war der japanische Aktienmarkt mit Abstand der schwergewichtigste, hatte knapp unter 50% Börsenkapitalisierung.
und wurde dann eben in den darauffolgenden 30 Jahren von den USA kontinuierlich abgelöst. Das heißt also, die Zeit, über die wir hier sprechen, vor 1978, wo Konzentrationen, wie wir sie heute haben, durchaus üblich waren, die zählen meiner Meinung nach, sind nicht so relevant und dienen nicht als Ausrede dafür, dass es kein besonderes Ereignis ist, sondern es ist schon eine außergewöhnlich hohe Konzentration, die eben regional stattgefunden hat und im Segment Technologie stattgefunden hat und in diesem Segment eben auch wieder auf die üblichen Verdächtigen, auf die ich gleich nochmal eingehe. So, ein weiterer Treiber hinter den unglaublich tollen Kursentwicklungen der letzten Jahre und auch gerade in der jüngeren Vergangenheit, das kann man hier sehr schön sehen durch den Anstieg im letzten Jahr, ist tatsächlich die kreditfinanzierte Investition in Aktien. Und da sind wir auf mit weitem Abstand neuen Rekordhöchstständen aktuell. Und das ist in der Rückschau wichtig und das ist beim so niedrigen Zinsniveau, wie wir es aktuell haben und bei einer Risikobereitschaft und sagen wir mit der Inflation, auch mit einem Anlagedruck, wie wir es im Moment haben, tatsächlich eine Chance, weil es so leicht ist, sich die Kredite zu besorgen, um kreditgehebelt in Aktien zu investieren. Und es ist halt heute auch durch das unglaublich niedrige Zinsniveau und wie gesagt, die Kreditvergabebereitschaft von vielen Banken auch tatsächlich ein Arbitragegeschäft. Ja, also es scheint ja quasi unausweichlich zu sein, dass man mit Aktien entsprechend mehr verdient oder teilweise sogar mehr Dividende bekommt, als man Zinsen zahlen muss für die Kredite, die man für die Investments besorgen kann. Die Kehrseite der Medaille ist logischerweise, dass diese Investition dadurch natürlich erheblich riskanter ist. Also einmal ist sie riskanter, weil es natürlich, ja, wenn die Märkte quasi einen entsprechend starken Rückgang haben, dann kann halt rein technischen Druck entstehen. Also vielleicht ist sogar sind die Investoren, die kreditfinanziert investiert haben, selbst noch ruhig und schlafen entspannt. Aber vielleicht tun es die Banken dann nicht mehr und machen sogenannte Margin Calls. Ja, stellen dann also im Grunde genommen bestimmte Kredite fällig, weil die Sicherheit nicht mehr genügen. Und dann löst es, kann das quasi sich selbst beschleunigen und zu einer Art Lawine werden. Das kann passieren. Das andere ist, ein Großteil der Investoren, das ist mir auch immer ein großes Anliegen, das klarzumachen, dass im Grunde genommen alle 35-Jährigen, bei allen 35-Jährigen ist das relativ unwahrscheinlich, dass sie mit eigenem Geld, also real investiert, schon mal eine echte Krise erlebt haben, weil wir seit April 2009, das war Tiefstand der großen Finanzmarktkrise, haben wir jetzt im Grunde genommen 12 Jahre lang Einbahnstraße. Wir hatten zwar drei nennenswerte Rückschläge 2011, 18 und letztes Jahr, aber die waren halt alle drei super kurz, ja. Also, und von daher ist das, sag mal, die emotionale Überforderung, die hält sich meines Erachtens nach in Grenzen. Und das ist so, dass viele Investoren, die kreditgehebelt investiert haben, die können dann vielleicht, wenn die Märkte mal, sag ich mal, tatsächlich korrigieren um 25, 30, 35%, was ja historisch immer dazu gehört, dann kann es eben auch sein, dass da nicht nur von Bankenseite Druck entsteht, sondern auch emotional natürlich ein großer Abverkaufsdruck entstehen kann. Also kurzum, kreditgehebelt zu investieren ist im Moment Rückenwindfaktor, war zuletzt Rückenwindfaktor für die, die die Grafiken vor Augen haben. Die sehen eben, wie stark der Zuwachs eben war. Aber man sieht eben auch, dass man wirklich mit über 400 Milliarden quasi netto verschuldet ist. Und das kann natürlich für Liquiditätsdruck sorgen, wenn der Markt mal enger wird. So. Ich werfe weitere Pros und Cons rein. Fragen sind natürlich herzlich willkommen im Webinar. Da habe ich ein Chatfeld freigeschaltet, das nur ich lesen kann. Und da gehe ich dann direkt drauf ein. Und die Diskussionsrunde in der Clubhouse-App, die findet dann statt, wenn das Webinar abgeschlossen ist. Falls jemand aus dem Webinar danach noch in die Diskussionsrunde, in die offene, gehen will, das haben wir letztes Mal gemacht, hat große Freude gebracht. Und da haben wir auch eine sehr qualifizierte Community und immer tolle weitergehende Gespräche, dann kann das jeder machen. Die App ist ja inzwischen frei zugänglich und der Club Investment Talk,
Darüber findet man uns vielleicht am schnellsten. Und ich habe jetzt parallel natürlich nicht die Aufmerksamkeit, das zu checken, aber wir sind meistens auch der größte Raum, wenn wir dann mal eine Veranstaltung machen. Und man findet den dann in Deutschland auch relativ schnell oben angezeigt. Genau. Also das Nächste, was ich in die Runde werfen möchte, ist die Entwicklung quasi der Weltverschuldung. Die Weltverschuldung in nominellen Zahlen ist auf knapp 300 Billionen gestiegen, also auch relativ rasant jetzt in den letzten, sag ich mal, 1,5 Jahren von rund 250 Billionen auf fast 300 Billionen. Und in Relation im Grunde genommen zum Bruttoinlandsprodukt, also zur Wirtschaftsleistung, das ist die Vergleichsgröße, die man in Fachkreisen zugrunde legt, weil der Kredit an sich hat ja nicht so wahnsinnig viel Aussagekraft und da ist auch eine nominelle Zahl, ja, die ist einfach nicht qualifiziert, sondern wichtig ist, wie ist die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften, die dahinter stecken und eben diese Schulden oder jetzt in diesem Fall wirklich ist es die Weltverschuldung und die Weltleistungsfähigkeit. Und wenn die Leistungsfähigkeit zunimmt, dann nimmt natürlich auch die Chance zu, dass man die Schulden bedienen und zurückführen kann. Und da ist es tatsächlich auch so, dass durch die sehr starken Wachstumszahlen des laufenden Jahres, die im Grunde genommen die Verschuldung im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit von 360% auf 350, unter 350 wieder zurückgegangen ist. Also 360% der weltweiten Wirtschaftsleistung war jetzt der Höchststand, den wir da hatten vor einem Jahr an Verschuldung. Nominell sind die Schulden weiter gestiegen nochmal im laufenden Jahr, aber sogar signifikant. Aber dadurch, dass überproportional die Leistungsfähigkeit gesteigert ist, sich gesteigert hat, ist es so, dass das Bild sich etwas verbessert hat. Wobei vom Verbessern zu sprechen, ist natürlich in dem Zusammenhang auch ein bisschen eigenartig, dass Sie ein Gefühl dafür haben oder ihr ein Gefühl auch dafür habt. Wir haben so im Verschuldungsniveau bei 220, 210 Billionen gelegen, ungefähr bis 2017 und sind dann eben auf die jetzt 300 Billionen hochgeschossen in der nominellen Zahl und haben dann, ja, also wirklich beträchtliche Maßnahmen ja auch der Notenbanken erlebt, der Staaten erlebt und die treiben natürlich auch weiterhin den Optimismus. Im Moment ist eingepreist in den Erwartungen der Finanzmarktteilnehmer, dass die Notenbanken dass sie weiterhin großzügig Geld verteilen, Liquiditätsversorgung machen. Der Konsens aktuell. Und also hier habe ich den von JP Morgan mitgebracht. Aus dem November ist, dass die US-Notenbank im Juni 2022 ihre Anleihenkäufe beenden wird und nächstes Jahr nur 25 Basispunkte Zinserhöhung stattfindet. Also ein relativ moderates Szenario bis zum Einstellen der massiven Stützungsmaßnahmen. Für die EZB sieht das schon ein bisschen anders aus. Man geht von Reduktionen aus, aber dass das ganze nächste Jahr noch die Anleihenkäufe weitergeführt werden. In Europa erwartet man im Moment keine Zinserhöhung bis auf Weiteres. Und für die Bank of England als Beispiel sieht das anders aus, dass die Anleihenkäufe jetzt eingestellt werden, also zum Jahresende eingestellt sind und nächstes Jahr 65 Basispunkte Zinserhöhung kommen. Das ist ein relativ moderates Szenario und das so gesehen wird und was auch eine gewisse Zuversicht und Rückenwind für die Jahresendrallye Erwartenden gibt. Ja, im Moment ist sehr viel am Finanzmarkt ist in den letzten Jahren von den, im Grunde genommen seit der Finanzmarktkrise, ist von dem Notenbankverhalten abhängig gewesen. Das war vorher tatsächlich nicht so relevant. Und ich habe mich tatsächlich jetzt auch gefragt, ob zum Beispiel das, was mit Omikron passiert, also offensichtlich hohe und leichte Ansteckungen findet statt, aber Verläufe sind nicht so schwierig, ob das vielleicht auch wieder diesen Optimismus anfeuert. Man hat halt ein Problem, im Grunde genommen, dass das Problem weitergeht, dass man eine total lockere Notenbankpolitik rechtfertigen kann und auch die Staaten sich weiterhin massiv verschulden können, ohne dass es Gegenwind aus der Bevölkerung gibt.
also wenn man quasi ein Problem hat, was aber jetzt im realen Leben vielleicht gar nicht so schlimm wird. Ja, also, und also im Moment ist es deswegen auch diese Grafik, die ich am Anfang mitgebracht hatte, mit den Männchen, die wirklich überall im Moment das positive Szenario fortschreiben, egal ob gerade korrigiert wird, wie vorletzte Woche Freitag, immerhin 5% quer durch ganz viele relevante Märkte. Oder wahrscheinlich, wenn heute der Tag so positiv abschließt oder abgeschlossen hat, wie als ich zuletzt geschaut habe heute Nachmittag, dann wird das wahrscheinlich auch extrapoliert und wir können nochmal 10% Kurszuwachs bis Jahresende sehen. Was mir natürlich auch lieber ist, ja. Aber es ist im Moment doch schon ziemlich rosa, mit einer rosa Brille eingefärbt. Und in der Einladung haben wir ja auch gesagt, hier Hop- oder Top-Szenarien. Und da gehe ich jetzt auf ein paar Marktverrücktheiten ein. Auf der einen Seite, die man meiner Meinung nach, dem man Beachtung schenken sollte. Ja, weil das kann ich jetzt auch wirklich aus meinen 27 Jahren Finanzmarkterfahrung sagen, weil das auch echt, da gehen alle Alarmlampen an bei einigen Sachen. Also gleich steige ich mit einem Lieblingsthema ein, nämlich mit Tesla. Also da gehen bei jedem erfahrenen alten Hasen alle Alarmlampen an, wenn man das sieht. Es war mit einer quasi 100% Quote immer ein Indikator, dass es mal richtig krachen wird. Aber auf der anderen Seite sind es eben auch neue Phänomene. Eins kann ich sicher sagen, also dieser älteste Börsenwitz oder Aktienmarktwitz aller Zeiten, der hat natürlich immer noch Gültigkeit, nämlich dieses Mal ist alles anders. Wird natürlich nicht so sein und viel wird es natürlich um Timing gehen. Aber diese heterogene Entwicklung, die ich zum Eingang schon beschrieben habe und auf die ich auch gleich nochmal eingehe, die bietet natürlich auch eine Menge Chancen, weil wir jetzt inzwischen durch den Jahresverlauf natürlich nicht mehr pauschal im Grunde genommen in einer sehr breiten Basis am Markt zu überteuert sind, ja. Sondern wir haben jetzt wirklich schon ein sehr heterogenes Feld. Wobei jetzt auch viele abgestrafte Titel, die eben mehr als 50% von den Höchstständen abgegeben haben, die waren halt vorher auch gigantomanisch überteuert und sind jetzt immer noch nicht günstig, wo ich immer noch nicht investieren würde. Also ein Kursrückgang an sich und dieses Buy the Dip ist halt ein aktuelles Phänomen, was ich beobachte, ist aber natürlich ein ziemlicher Schwachsinn, weil es muss ja Substanz haben. Ne? Also ein Rabatt ist, ich meine, das kennen wir alle aus der Verkaufspsychologie, dass die Preise, sag ich mal, wenn man normale Konsumgüter hat, werden die Preise halt auch oft künstlich hochgesetzt, damit man dann ein Rabattschild dranhängen kann. Und so könnt ihr und so können Sie sich das bitte auch vorstellen, ist es bei vielen Aktien. Also nur weil die 20, 30, 50 und teilweise noch mehr Prozent von den Höchstständen abgegeben haben, müssen sie nicht unbedingt günstige Einkaufsgelegenheiten sein. So, also jetzt ein paar Marktverrücktheiten und auch Fehlbewertungen, die ich aufzeige, die zu wirklich beträchtlichen Chancen führen, die zum Beispiel auch dazu führen, dass wir zwar mit etwas weniger Tempo investiert sind als noch vor einigen Wochen. Also wir haben vor 2 Wochen Tempo rausgenommen und schon mal vor, jetzt sind es vielleicht 6 Wochen ist es her, haben wir auch schon mal einen kleinen Schritt gemacht. Also vorher war wirklich ziemlich offensiv, also auch nicht am Anschlag, aber wir haben am Montag, ja genau, vor 2 Wochen genau, haben wir Tempo rausgenommen und ein bisschen abgesichert. Und sind aber immer noch quasi über den mittleren Gewichtungen, die wir machen müssen in den verschiedenen Anlageprodukten, Vermögensverwaltungsstrategien und Fonds, in denen ich in Anlageausschüssen dabei bin. Wir sind immer noch etwas über dem mittleren Wert investiert. Also egal, welche Risiken ich Ihnen jetzt erwähne, die Überlegenheit vor allem der Aktie in den nächsten Jahren, die ist valide. Da haben wir auch im Investitionsbeirat, im 7-köpfigen europäischen Gremium von Investmentselektion, zu dem ich gehöre, da sind wir uns auch einig. Also kurzfristig kann man immer diskutieren, ob die Risiken oder Chancen überwiegen, ob also endlich mal eine Korrektur kommen sollte, die auch mal 20-25% umfasst. Also quasi so ein Durchatmen des Marktes, um danach dann wieder richtig durchzustarten. Das wünschen sich sehr, sehr viele, wäre auch mal gesund. So, auch wenn man das kurzfristig vielleicht doof findet als Investor. Aber da kann man viel diskutieren, ob jetzt diese Verrücktheiten, auf die ich eingehe, nicht ein guter Indikator dafür sind, dass das mal zeitnah passieren sollte. Aber es sollte auf keinen Fall davon abhalten, A, zu investieren
oder investiert zu bleiben oder auch neu anzulegen oder auch Positionen auszubauen, gleichwohl mit mehr Bedacht. Also das ist ein Appell, den kann ich jetzt schon mal, auch bevor ich fertig bin, schon mal mitgeben, dass dieses Pauschale, ich kaufe mir ein ETF oder ich mache es mal so wie früher und extrapoliere die Dinge, die in der Vergangenheit geklappt haben und nehme an, dass sie auch in den nächsten 10 Jahren funktionieren, da kann ich Ihnen versprechen, da werden Sie nicht 10 Jahre warten müssen, um zu sehen, dass das nicht klappt, sondern dieser homogene Verlauf, den wir jetzt mehr oder weniger 12 Jahre haben, mit relativ wenig Schwankungsbreite, der eben zum Beispiel auch passive Investments wie Indexanlagen, ETFs und so weiter befürwortet haben, bin ich zutiefst von überzeugt, dass wir da wirklich vor einer Zeitenwende stehen und dass dieser heterogene Verlauf mehr diskretionäre Entscheidungen verlangt. Also entweder, wenn Sie das selbst machen, das gilt jetzt vor allem, sag ich mal, viel für die Zuhörerschaft in der Clubhouse-App, wo viele Do-it-yourself-Leute dabei sind. Im Webinar haben wir, wie gesagt, hauptsächlich Investoren, die ja in einem der Fonds oder den Vermögensverwaltungsstrategien, wo ich dem Anlageausschuss zugehöre, also sie geben ja diese Entscheidung ab, also für sie dient es ja auch der Transparenz, wie wir damit umgehen. Und diese heterogenen Verläufe und sehr unterschiedlichen Bewertungen, einige Marktsegmente super teuer, andere total günstig, die verlangen danach, dass man absichtsvoll eigene Entscheidungen trifft, die zu den eigenen Zielen, Anforderungen und Bedürfnissen passen. So, jetzt aber der Einstieg in die Kuriositätenkiste. Also das Erste ist mal, was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Marktteilnehmer im Moment wirklich so verliebt sind in ihre Highflyer-Aktien der letzten Zeit und vergangenen Jahre, dass sie die Wechselwirkung zwischen der Zentralbank gesteuerten Liquidität mit den Aktienkursen der letzten Jahre, was diese Highflyer-Aktien angeht, dass sich diese abgekoppelt hat, das realisieren viele im Moment nicht. Im Moment wird die Welle weiter abgeritten. Und die Grafik, die jetzt die Webinar-Teilnehmer, Teilnehmerinnen vor sich sehen, die zeigt das relativ eindrucksvoll, dass da ein ziemlich großes Gap entstanden ist. In diesem Fall für Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Tesla. Mal also die großen konzentrierten Aktien, die sehr, sehr viel Geld auf sich bündeln, die wirklich fast 1:1 mit der Notenbank-Liquidität korreliert verlaufen sind bis Anfang 2021 und jetzt eben deutlich davongezogen sind. Also wenn man das als Indikator nimmt, diese Wechselwirkung, die ziemlich klar war die letzten 12 Jahre, dann zeigt es auf jeden Fall, dass da ein entsprechendes Rückschlagpotenzial ist. So, ein Investment ist ja natürlich der absolute Ober-Mega-Überflieger für ganz, ganz viele. Und da haben wir schon im Frühjahr, als es hier zumindest in der App auf dem Kanal heiß herging, haben wir viel darüber diskutiert, nämlich Tesla. Ja? Und für Tesla haben wir Ihnen mal mitgebracht, das Handelsvolumen im Optionsmarkt von Tesla. Ja? Und da reden wir eben über 200, also das ist jetzt per 15. November, da reden wir von 240 Milliarden am Tag. Ja? Also es werden die Aktie Tesla wird im Optionsmarkt am Tag durchschnittlich, es waren die letzten 3 Wochen bis zum 15. November, 240 Milliarden am Tag gehandelt. Ja, das ist unglaublich. Also das muss man sich vor Augen halten. Und das ist, damit Sie eine Vorstellung haben, das ist mehr als der Technologie-, Medien- und Entertainment-Bereich zusammen, der knapp über 200 liegt. Und dass Sie auch eine andere Vorstellung haben, Amazon jetzt ein Unternehmen, was in jeder Hinsicht, also Umsatz, Ertrag, Mitarbeiter und so weiter in einer komplett anderen Liga als Tesla ist. Tesla ist ja sehr viel noch Zukunftserwartung, was Elon Musk und seine Mannschaft auf die Beine stellen werden. Also aber eine Amazon, also wirklich ein Riesenunternehmen mit fast 1 Million Mitarbeitern und so weiter und so fort. Sie wissen das mit 3 super starken, hochprofitablen Geschäftsbereichen. Und die beiden profitabelsten wachsen extrem stark. Selbst Amazon kommt auf 130 Milliarden. Ja? Ich meine, es ist auch eine gigantische Summe, aber auch in Relation zu dem, was das Unternehmen darstellt und wie lange es am Markt ist und so weiter. So, und alle anderen Aktien, wenn Sie die nehmen, zusammen haben rund 120 Milliarden Handelsvolumen am Optionsscheinmarkt am Tag in den 3 Wochen vor dem 15. November gehabt. Das ist aber auch ein Bild, was sich jetzt mehr oder weniger das ganze Jahr schon zeigt.
Also, Tesla alleine hat mehr als der ganze Technologie-, Medien- und Entertainment-Markt zusammen, und zwar deutlich, hat fast doppelt so viel wie Amazon, und der gesamte Restmarkt hat, also außer Amazon und Tesla, der gesamte Restmarkt, also Amazon, Tesla, Medien, so, hat rund 120 Milliarden Tagesvolumen. Das ist also für mich eindeutig eine Verrücktheit, das muss man sich vor Augen halten. Da wird, also, das ist das Vielfache dessen, was alle anderen, also was die anderen Autobauer in Deutschland für sich genommen insgesamt wert sind, ja. Und das ist eben auch bei Tesla, reden wir von fast einem Viertel des Unternehmens, was da jeden Tag gehandelt wird über den Optionsmarkt. Das ist doch crazy, weil eigentlich geht es ja um Unternehmensbeteiligung, wenn man in Aktien investiert, ja. So, und solange das funktioniert, fliegt Tesla weiter. Und das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu erklären. Da gehe ich auch nur ganz kurz drauf ein, für die, die im Webinar sind. Das ist nochmal eine Grafik, die das in Relation stellt, sage ich mal, zur Marktkapitalisierung. Und man sieht in dieser Grafik einfach, also, dass Tesla eben auch im Verhältnis, also dass Tesla nicht nur generell, also die Aktie wird nicht nur viel gehandelt, sondern auch im Verhältnis zu dem Wert von Tesla ist das Handelsvolumen eben, also dreieinhalb Mal, zwei, ja, doch fast dreieinhalb Mal so groß wie bei Amazon zum Beispiel, ja. Also in Relation, zweieinhalb Mal so groß wie bei Apple. Also es ist einfach gigantisch. Und da muss man sich drüber im Klaren sein. Da ist sehr, sehr, sehr viel Spekulation, Zocken drin und keine ruhige Hand, die langfristig wirklich die Vision von Elon Musk auch erleben will und dann die Erträge und irgendwann vielleicht sogar mal Dividenden kriegen will, sondern da sind ganz viele dabei, die mitmachen wollen, partizipieren wollen und die Welle mit abreiten wollen, ja. Und wie die sich verhalten, wenn es mal schwierig wird, da kann ich aus Erfahrung zumindest sagen, also aus der selbst erlebten in 27 Jahren und aus der angelesenen darüber hinaus, dass das dann auch böse Überraschungen geben kann. Also da, Achtung, ist jetzt nicht einzeltitelbezogen gewesen, sondern das ist halt ein Marktphänomen, das auch nicht nur Tesla betrifft. Ich habe jetzt Tesla eben genommen als den herausstechenden Titel, wo ich finde, dass die Zahlen so beeindruckend sind, also oder erschlagend, dass man vielleicht auch ein bisschen, dass die Warnlampen angehen. So, jetzt aber mal die chancenorientierte Perspektive und nicht die Warnlampen. Die europäischen Aktien zum Beispiel sind im Verhältnis zu den US-Aktien wirklich so günstig wie in der ganzen jüngeren Historie nicht. Das gilt wirklich jetzt für den europäischen Markt. Und auch, also die relative Attraktivität quasi, ne, der Aktien. Also das heißt, wenn Sie im Grunde genommen in den USA und in Europa ein Unternehmen kaufen, was Ähnliches macht, ähnliche Gewinne hat und so weiter, dann zahlen Sie im Moment eben ungefähr ein Drittel weniger als in Europa als in den USA. Das ist ein historisch niedriges Niveau. Das Gleiche gibt es tatsächlich auch auf Gesamtmarktebene. Ach so, eine Sache noch zu Europa. Also für Großbritannien ist es tatsächlich auch ein Niveau, was man noch nie so hatte, ja, weil für die grafisch dabei sein, dann habe ich jetzt hier einen Rückblick bis 2005. Und da sind wir jetzt auf dem attraktivsten Niveau quasi europäischer Aktien im Verhältnis zu den USA. Die gleiche Grafik für Großbritannien wäre so, dass man auf dem historischen Tiefstand war, ist im Moment, den man so noch nicht erlebt hat, in der relativen Attraktivität. Im Bereich Emerging Markets, also wirklich ein riesengroßer Markt und mit etwas Analyse und Selektionsexpertise natürlich noch interessanter, weil die Emerging Markets sind eben nicht quasi die Emerging Markets, sondern gibt es natürlich sehr große Unterschiede, alleine schon durch zwei Lager, die sich bilden, nämlich einmal die Emerging Markets, die sehr stark von den Rohstoffpreisentwicklungen profitieren, und die eben eher in die andere Richtung profitieren, nämlich wenn die Preise niedriger sind, so wie Indien, die sehr stark vom Dienstleistungssektor profitieren. Also wenn man die Emerging Markets filettiert und sich die Sahnestücke rausholt für die eigenen Anlagestrategien, sieht sogar noch attraktiver aus. Aber selbst wenn man sie pauschal betrachtet, dann haben wir nur 1997 und Anfang der 2000er, 9/11, ähnlich attraktive Niveaus gehabt, was die Bewertung angeht, Emerging Markets im Vergleich zu Standard & Poor's 500 Index.
und haben da historisch gute Einstiegsmöglichkeiten. Also man hat diese relative Attraktivität im geografischen Umfeld ganz extrem, weil das natürlich die Kehrseite der Medaille ist von dem, was ich anfangs sagte, nämlich dass wir diese extreme Konzentration haben auf die USA als Region im Aktiensegment und eben auf die Technologie- und Wachstumstitel, die nun mal vorwiegend in den USA stattfinden. Genau, so jetzt gucke ich mal. Ich habe eine Frage bekommen. Okay, da gehe ich noch drauf ein. Dankeschön. So, ein weiteres Chancensegment. Das ist eben die Chance durch Marktignoranz. Also es ist wirklich ein Phänomen, das ich schon ganz oft beobachtet habe und was auch gut dokumentiert ist in der Fachliteratur, dass der Mensch neigt dazu, seine Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten. Ja, also wenn ihr mal Interesse habt, einfach mal googeln und bei Wikipedia lesen auch Figur-Grund-Phänomen. Ja, also es gibt, der Grund ist die große Fläche an Informationen im Grunde genommen, die es gibt. Und die Figur vor diesem Grund ist das, was die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das gilt für viele Lebensbereiche. Übrigens ist es auch total spannend. Aber es ist auch im Finanzmarkt so. Das heißt, wenn also USA und vor allem Technologie so viel Aufmerksamkeit bekommt oder wenn alle nur auf Inflation und die Notenbanken gucken und die Zinsentwicklung, also dieser Wunsch nach monokausalen Erklärungsansätzen, der im Menschen einfach, der ist in einem drin. Ja, das kommt so ganz rudimentär von früher, so wenn man so hinterm Busch den Säbelzahntiger entdeckt hat, dann will der Mensch halt entscheiden, rennen oder kämpfen. Also einfache Entscheidungsmuster. Und aus dieser tief verwurzelten, sage ich mal, aus diesem tief verwurzelten Bedürfnis, einfache monokausale Erklärungs- und Entscheidungsansätze zu haben, heißt es natürlich, dass das Grundrauschen der vielen verschiedenen Segmente übersehen wird, wenn man sich auf die ein, zwei Themen konzentriert, die oftmals die Aufmerksamkeit magnetisch anziehen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Chancen. Ein Bereich, der mir sehr gut gefällt und der auch in den, sag mal, in den Strategien, die ich mitverantworte, auch entsprechend deutlich berücksichtigt ist, ist zum Beispiel der Bereich der Gold- und Silberminenbetreiber. Ja? Und da ist es so, dass dieses Segment aus einem Bärenmarkt kommt, hatte 10 furchtbare Jahre hinter sich. Vor 10 Jahren waren die alle überschuldet, hatten katastrophale Bilanzen und der Goldpreis ist dann ja auch deutlich zurückgekommen. Aber aus dieser schlechten Stimmung und quasi der Missachtung dieses Segments, was vielen einfach zu langweilig erscheint, ist es so, dass im Grunde genommen würde man nur den gleichen Bewertungsansatz von damals, also den gleichen Bewertungsansatz von damals erwarten, dann ist dieser Bereich im Grunde genommen noch hat er noch 70% Kursaufholpotenzial, ja. Also für die visuell dabei sein, denn hier steht jetzt 61%. Wir hatten aber ein bisschen Korrektur die letzten Tage. Also sprich, wenn wir einfach nur das Aktienniveau für die Gold- und Silberminenaktiengesellschaften hätten, was sie früher bei einem vergleichbaren Goldpreis hatten, wie heute, dann müssten sie 70% teurer sein. Ja, und das ist zum Beispiel so ein Phänomen, ja, das passiert in so einem Marktumfeld, wo ganz viel Aufmerksamkeit eben auf ein, zwei Segmente gehen, die gut gelaufen sind, wo man prozyklisch dabei bleibt, weil man auch da intuitiv das extrapoliert und fortschreibt. So. Und wenn Sie jetzt einen Goldpreis $200 höher sehen oder $250, Entschuldigung, höher sehen, halten Sie sich das bitte auch vor Augen. Das ist dann ein Kurszuwachspotenzial von rund 250%, was man im Gold- und Silberminenaktienbereich haben würde. Das erwähne ich für die, die zu Gold bullish sind im aktuellen Marktumfeld. So, und das sind halt Chancen, die ergeben sich auch durch diese Konzentration auf Segmente und die Aufmerksamkeitskonzentration. Und deswegen ist die Gefahr, nicht zu investieren, viel größer als die Gefahr, kurzfristige Rückschläge zu ertragen, selbst wenn diese 20, 25 oder auch 30% ertragen. Und das Smarte ist ja, wenn man sich diese Segmente raussucht, wo eben die Fehlbewertung stattfinden und die noch nicht so teuer sind. Und auch dafür gibt es reichlich Beispiele in unseren Portfolios, wo wir eben in Teilmärkte investieren, zum Beispiel auch geografisch, die eben nicht wie die USA ein Kursgewinnverhältnis von 20 haben, wo ich anfangs sagte, Mensch, relativ günstig, sondern die Kursgewinnverhältnisse haben, die so bei 12, 13 liegen, bei einer Gewinnwachstumserwartung für 2022 von über 35%. Einige von Ihnen und von euch werden wissen, über welche Märkte ich spreche.
Und in der Fragerunde würde ich darauf eingehen. Alle, die investiert sind in unseren Strategien, die wissen es eh aus den Portfolio-Updates. Genau, also es gibt diese schönen Möglichkeiten. So, und ich würde jetzt die Sache, jetzt schaue ich mal schnell, ich würde die Sache abrunden wollen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist und dann in die Diskussionsrunde einsteigen. Dass der Bereich Private Equity super gelaufen ist, muss man sagen. Ja, war historisch auch immer ein Krisengewinner. Ich freue mich auch für viele Investoren, die wir dabei begleitet haben, weil Private Equity in Krisensituationen investiert überdurchschnittlich gute Performance abliefern konnte. Aber der Bereich hat eben auch schon wirklich viel Geld bekommen. Man kann das sehen, was die Transaktionsvolumen angehen in den USA, die jetzt knapp unter einer Billion liegen im Jahr 21 und auch die Large Buyouts, also die ganz großen Transaktionen, machen davon fast 100 Milliarden aus. Man kann das sehen, ich mache es hier für die Webinarteilnehmer in einer Übersicht und gehe da einmal schnell durch. Man sieht, dass Venture Capital unglaubliche Mittelzuflüsse bekommen hat. Also die Risikobereitschaft ist im Moment aufgrund des Niedrigzinsärgernisses, was weltweit besteht, extrem groß. Wir haben fast eine Verdoppelung der Neuinvestitionen in 2021 zum vorherigen Höchststand, der im Jahr 2020 und 2018 war. Und das geht auch quer durch die verschiedenen Anlegertypen im Grunde genommen und quer durch die Region, in denen investiert wird. Überall wird in den Venture Capital Bereich mehr Geld verdient. Also auch ein Bereich, der unheimlich stark profitiert hat von der jüngsten Entwicklung. Ganz wichtig für alle, sage ich mal, hier auf den beiden Kanälen, auch die neuen Rekordniveaus, was Börsengänge angeht. Der vorherige Rekord war 2007 und mit etwas über 400 Milliarden IPO-generierten Finanzierung. Und da sind wir jetzt in 2021 mit 600 Milliarden IPOs per 19. November, also Initial Public Offering, also Börsengängen, die ja in der Regel zur Eigenkapitalverbesserung beitragen sollen. Also wir haben quer durch dieses gesamte Sachwertsegment, Aktiensegment, Produktivkapitalsegmente, haben wir eine wirklich in der Tat sehr, sehr gute Phase gehabt. Und ich gehe auch davon aus, also mein Basisszenario ist auch, dass mittelfristig, also auf Sicht von 2-3 Jahren und länger, dieses Produktivkapital, Sachwertanlagen und im liquiden Bereich vor allem Aktien profitieren werden, weil es eben an Zinsalternativen fehlt und einige Segmente einfach noch viel teurer sind als die Aktien. Und weil es vor allem, wenn man gut selektiert, im Aktienbereich tolle Chancen gibt, ja. Da muss man wirklich unbedingt immer unterscheiden, ob man den großen pauschalen Blick hat auf einen Index oder hat man die Gelegenheit und die Möglichkeit bietet sich ja jedem, sehr selektiv zu investieren. Ja. Ich liebe das an meinem Job immer schon und das ist tatsächlich auch immer mehr geworden. Die Menschen haben heute mit wirklich ziemlich übersichtlichen Beträgen die Möglichkeit, überall auf der Welt für sich Experten arbeiten zu lassen, die ein ganz spezielles Anlagemandat, zum Beispiel in Form eines Fonds, für sie verwalten. Und man kriegt es genauso wie der Multimillionen- oder Milliardeninvestor. Man hat vielleicht eine etwas andere Gebührenstruktur, na klar. Aber unterm Strich, wenn also jeder kann sich im Grunde genommen, wenn er es will oder wenn sie es will, ein Vermögensportfolio strukturieren, wie die großen institutionellen Investoren, Pensionsfonds, Staatsfonds und so weiter. Teilweise sogar besser, weil man eben in kleine Segmente gehen kann, was diese Rieseninvestoren nicht können. Und der einzige Unterschied ist unterm Strich, dass man eine etwas andere Gebührenstruktur hat. Das ist aber für das Big Picture wirklich vollkommen egal. So, jetzt gehe ich noch abschließend auf die Chancen und Risiken ein. Wirklich ganz, ganz kurz, die ich für den Ausblick sehe, um die Weichen zu stellen für das neue Jahr, für den Jahreswechsel. Na, was ich hauptsächlich auch echt als Chancen sehe, ist die letzten Wochen war, die Immobilienentwicklungsbranche in China schon ein großes Sorgenkind von uns allen. Wir haben über Evergrande hier auch diskutiert schon und
da ist inzwischen sehe ich da tatsächlich eine Chance, weil im Grunde genommen ist jetzt klar, dass das ein Default ist, also ein Kreditausfall. Also technisch ist das jetzt so, ja, weil die Dauer der Überfälligkeit der Zinszahlung ist jetzt so, dass es nach Definition ein Default-Ereignis ist. Und der Markt nimmt das relativ gut auf, ja, weil die Anleihen, also sprich die Kredite, die Evergrande über den Finanzmarkt akquiriert hat, notieren bei 20 Cent für einen Dollar, also ehemals 1 Dollar Kredit, wird heute für 20 Cent an der Börse gehandelt. Und diese 80 Cent Verlust sind ja in den Büchern von irgendjemandem, also irgendwelchen Institutionen. Und Stand heute hat es scheinbar keine zum Kippen gebracht, weil das ist immer das Risiko aus solchen Ereignissen. Es ist meist nicht das originäre Default-Ereignis, sondern dass irgendjemand, der ein paar Milliarden in den Büchern hat, dass das dort quasi das Fass ist, das zum Überlaufen, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, dass man dann eben ein paar Milliarden ausbuchen muss und dann irgendwas ganz Großes dominoartig kippt. Und das ist bis heute nicht passiert und dadurch ist das tatsächlich eine Chance, weil das schon so ein Damoklesschwert war und das scheint jetzt ausgestanden zu sein. Dann ist, sehe ich eine Chance, weil wir teilweise enorme Teilmarktkorrekturen hatten und eben nicht mehr so einen homogenen Markt haben. Und das bietet natürlich auch die Chance, dass Investoren selektiv vorgehen und es eben keine pauschalen breiten Marktabverkäufe gibt, was ja, sage ich mal, für einen Crash notwendig wäre, sondern da sehe ich selektiv wirklich teilweise sogar große Chancen. Und da erinnern Sie oder erinnert ihr bitte auch, was ich eben zuletzt gesagt habe, dieses Figur-Grundphänomen. Die Menschen übersehen halt die unglaublich vielen Chancen, weil sie eben über Mainstream-Medien und auch diese ganz normale Psychologie, das ist total normal und nachvollziehbar, hat man halt einen Fokus auf wenige Dinge, weil man es gerne einfach und am liebsten monokausal haben möchte. Und diese Sachen scheinen alle eingepreist zu sein, also Teilmarktkorrekturen, Evergrande. So, dann ist es so. Da wird unter den Top-Volkswerten, die es auf der Welt gibt, tatsächlich sag mal, gestritten, diskutiert. Es gibt halt sehr unterschiedliche Einschätzungen zum nächsten Jahr. Und es wird in der Breite schon davon ausgegangen, dass das Wachstum sich deutlich verlangsamt. Und es ist eine Chance, dass man sich da irrt. Ja, muss man ganz klar sagen. Die Weltbevölkerung hat gigantische Sparvolumen aufgebaut während der Corona-Pandemie bisher, weil die Einkommenssituation relativ gut weitergelaufen ist. Die theoretisch entstehenden Verluste sind alle kompensiert worden durch große Arbeitslosengeldsubventionen, durch Staatschecks und so weiter und so fort. Das heißt, es ist sehr viel Pulver trocken bei den Konsumenten und das Geld ist nicht alles in den Aktienmärkten und so weiter. Und da ist viel Pulver für Konsum trocken und das ist tatsächlich eine Chance, dass diese Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung überschätzt wird. Also sprich, dass das Szenario, was jetzt zum Beispiel JP Morgan hat, eine Nicht-Konsensmeinung und glaubt auch, dass der breite Markt viel zu pessimistisch ist. Ein dritter Punkt, wir sind ziemlich stark alle beeinträchtigt und beeinflusst von der Corona-Situation und wie ich ganz am Anfang gesagt, Omikron scheint im Krankheitsverlauf ungefährlicher zu sein als anfangs befürchtet. Das heißt also, ja, super hohe Ansteckungsgefahr, geht wohl total leicht, sich zu infizieren. Aber wenn es eben die Gesundheitssysteme nicht zum Kippen bringt, ist natürlich nichts passiert, ja. Und so, was sind die Risiken? Die Risiken sind immer die Kehrseite der Medaille von dem, was ich eben genannt habe. Also sprich, Verlangsamung des Wachstums, irgendjemand kippt doch noch bei Evergrande, wenn es dann tatsächlich zum Ausbuchen kommt. Oder der chinesische Restrukturierungsplan, der inzwischen freigegeben ist, funktioniert doch nicht so gut und so weiter. Das größte Risiko ist aber tatsächlich, meines Erachtens, das größte Risiko ist tatsächlich, dass die Inflation bleibt, dass sie stark bleibt, ja, und dann die Zinsen in den USA erhöht werden. Und das ist auch was, was ich mir tatsächlich durchaus vorstellen kann. Jetzt mal berufen auf den Investitionsbeirat von Investmentselektion, also es sind sieben sehr, sehr, also alle sieben über 20 Jahre erfahrenen ja, Geldverwalter, fünf davon aktive Fonds- und Portfolio-Manager. Und sag mal, wir glauben alle sieben daran, dass die Inflation über dem bleibt, was wir aus den letzten Jahren kennen, also so im Korridor 3 bis 5%. Ein Teil von uns, zu dem ich gehöre, sieht das am oberen Ende oder sogar bis 7% auch mal hochgehen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass wir
ganz viele Effekte, die deflationär gegengewirkt haben, in den letzten 10 Jahren eben so nicht mehr haben. Und wir haben eben auch massiven Druck in vielen Rohstoffbereichen. Und wir haben eben massiven Druck, das sieht man hier für die Webinarteilnehmer sehr schön, in den USA, in UK als Beispiel, Arbeitsmarkt. Ja, wir haben eine massive Unterbesetzung. Wir haben viel mehr ausgeschriebene Stellen, als wir Arbeitskräfte haben. Und in den USA ist es so, da ist ein großes Gap, ja. Da ist es etwas über 6 Millionen Arbeitslose im Moment, wenn ich es gerade richtig erinnere, und rund 10 Millionen ausgeschriebene Stellen. Also wir haben sowieso schon ein Delta. Und im Moment ist es so, dass in den meisten Szenarien auch noch angenommen wird, dass die aus dem Arbeitsmarkt sich zurückgezogen haben und jetzt verängstigt. Also es gibt ja viele Menschen, die sind verängstigt, die sind relativ gut situiert finanziell, aber sind verängstigt, einfach wieder in der Gemeinschaft zu arbeiten, zurückzukehren an den Arbeitsplatz, Kunden zu treffen, was weiß ich. Und die deswegen einfach sagen, ja, ich muss ja jetzt nicht, also gehe ich noch nicht, ja. Und viele Szenarien unterstellen, dass die Leute alle zurückkommen, aber über 1 Million dieser Menschen zum Beispiel sind über 55 Jahre alt und haben ordentlich Kohle auf der Seite, ja. Das heißt also, ich kann mir gut vorstellen, dass diese eh schon schwierige Situation der Unterdeckung an verfügbaren Arbeitskräften auch schlechter verlaufen kann, als viele das noch annehmen, weil in den USA eben doch auch mehr als jetzt das in Deutschland bekannt ist, durch die gute, sag ich mal, Finanzmarktinvestitionstätigkeit, viele Menschen auch einfach früher in Ruhestand gehen und dass viele, zum Beispiel aus der Gruppe, die ich eben beschrieben habe, und das ist immer über 1 Million Menschen, dann vielleicht an den Arbeitsmarkt nicht zurückkehren und die Situation verschärfen. Also warum betone ich das so? Weil natürlich Lohnkosten also ein ganz massiver Inflationstreiber sind. Und da schließt sich dann der Kreis. Ich gehe einmal kurz auf die Folie zurück, die ich hier mit den realen Inflationspreisen, ne? Fleisch 24%, Benzin 51%, Eier 12%, Gebrauchtwagen 26%, um ein paar Beispiele von Anfang der Präsentation zu nennen. Wenn diese Kostensteigerungen kommen, dann dann gehen Menschen, die in Unternehmen als Angestellte arbeiten, zum Arbeitgeber und sagen, hier, ich brauche mehr Lohn, ja, ich kann mir mein Leben nicht mehr leisten. So, und das ist durchsetzbar, wenn im Grunde genommen der Wettbewerb am Arbeitsmarkt so stark ist, dass der Arbeitgeber nicht sagen kann, nee, kriegst du aber nicht, dann stelle ich halt jemand anderen ein, sondern dass er es mitmachen muss, weil er ansonsten seine Produkte und Dienstleistungen nicht erbringen kann und um damit wiederum seine Kunden zu bedienen. Und von daher ist von der Seite auch relativ viel Inflationsdruck aus meiner Sicht. Und dann kommen wir zurück zu der letzten Folie und zum letzten Punkt. Danach schaue ich nochmal auf die Fragen in dem Webinar-Format, bevor wir dann auch die Telefonleitung in der Clubhouse-App freischalten. Dass die Annahme, dass die US-Notenbank im Juni 2022 ihre Anleihenkäufe beendet und nur 25 Basispunkte die Zinsen nächstes Jahr erhöht, die halte ich tatsächlich für ziemlich optimistisch, muss ich ehrlich sagen. Und das war auch ein Diskussionspunkt in der letzten Investitionsbeiratssitzung, weil die USA eben anders als Europa und auch anders als Japan die Zinsen erhöhen kann. Das heißt, wenn das Problem der Inflation dauerhaft und wirklich hoch ist, dann ist es so, dass ich persönlich davon ausgehe, dass die USA an der Zinsschraube drehen wird, weil sie sich das eben leisten kann. Ja, anders als zum Beispiel in Europa und dass es da dann auch eine Auseinanderbewegung geben kann. Das hat viel damit zu tun, dass die USA nicht so exportorientiert sind, also sind relativ autark in der gesamten Versorgung. Wenn die Zinsen erhöht werden, wird der Dollar stärker. Wenn ich exportorientiert bin, also wenn meine Währung sich um 10% verteuert, dann ist das genau das Gleiche, als wenn der Preis sich verteuert, weil die Lohnkosten steigen, die Rohstoffe steigen und so weiter. Und das wäre bei exportorientierten Nationen natürlich ein großer Wettbewerbsnachteil. Das ist in den USA nicht so wichtig, weil sie nicht vom Export abhängig sind. Alle, die in die USA importieren, freuen sich, weil der Dollar stärker wird und sie kriegen im Zweifel mehr fürs gleiche Produkt. Und die USA haben halt auch relativ geschickt eben ihre Schulden strukturiert und verteilt, so dass auch das kein Problem ist, die Zinsen zu erhöhen. Und das kann natürlich einen Dämpfer bedeuten, insbesondere für den US-Markt, und würde dann meine These von der heterogenen Entwicklung
sage ich mal, befeuern. Und da ist es so, dass zum Beispiel in einem solchen Szenario Goldminen, also Gold und Goldminen zum Beispiel stark profitieren würden, wenn man das historisch sich anschaut. Also es gibt immer Chancen, aber es ist natürlich ein Risiko, weil im Moment wirklich alles auf die Zinsen schaut und die relative Attraktivität im Vergleich zu Zinsanlagen, die einfach super wichtig sind vom Volumen. Das darf man wirklich immer nicht vergessen. Wir haben dieses Jahr so viel Geld in den Aktienmarkt bekommen wie noch nie. Ja, wir haben dieses Jahr alleine so viel Geld in den Aktienmarkt bekommen, das ist mehr als die gesamten 20 Jahre zusammen davor. Ja, die gesamten letzten 20 Jahre zusammen kumuliert, ist weniger Geld in den Aktienmarkt geflossen als in 2021. Aber eine Sache vergessen eben immer viele, dass noch mehr Geld in den Anleihenmarkt geflossen ist. Und das eben nicht nur dieses Jahr, sondern auch davor die ganzen Jahre. Das heißt, wenn die Aktienkurse sich hinzu, also dass die Aktienunternehmen positiv sich entwickeln, dafür ist die Realwirtschaft wichtig, ja, dass Menschen die Produkte und Dienstleistungen kaufen, dass man dafür was bezahlt und dass gute Manager das Unternehmen so strukturieren, dass es profitabel ist und Gewinne entstehen und Dividenden gezahlt werden und man weiter wachsen kann. Und für Investoren ist da dann einfach wichtig, die richtigen auszuwählen, also entweder die richtigen Fondsmanager, die das für einen übernehmen oder die richtigen Einzeltitel oder Anlageprodukte, in denen man denkt, das zu bekommen. Ich bedanke mich bei allen Webinarteilnehmern und Teilnehmerinnen für die Teilnahme. Ich hoffe, dass es erkenntnisreich war, dass Sie daraus auch die Hintergründe erkennen für die Investments, die Sie uns anvertraut haben und wissen, dass wir für Sie die Weichen stellen fürs neue Jahr, für die Dinge, die Sie selbst entscheiden oder mit Ihren Beratern letztendlich erarbeiten. Ne? Also Sie sind ja in der Regel über einen Berater eingeladen worden, haben diesen kostenfreien Zugang bekommen. Wir kooperieren da ja, wir stehen da ja am deutschen Netzwerk von Qualitätsberatern vor und ermöglichen diese Zugänge. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie den Berater weiter, der Ihnen den Zugang ermöglicht hat. Melden Sie sich gerne fürs nächste Mal an und empfehlen Sie diese Veranstaltung und Ihren Berater auch gerne weiter. Ich sage zu den Webinargästen jetzt auf Wiedersehen, schalte mich hier ab und wünsche Ihnen alles Gute, schöne Festtage, einen guten Rutsch in ein neues Jahr. Bleiben Sie gesund und munter und ja, wohlgesonnen. Auf Wiedersehen.